Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema Jeremia 25 bzw. Jeremia 29 und ich möchte euch gerne ein bisschen vorlesen, etwas vorlesen von dem, was ich aufgeschrieben habe, warum ich der Meinung bin, dass Jeremia 25 das Kapitel ist, von dem alle Fristen ausgehen und auf die sich auch Daniel und Gabriel bezogen haben. In Daniel 9, Vers 2 berichtet Daniel davon, dass er im Buch Jeremia gelesen hat und auf die 70 Jahre aufmerksam geworden ist, die Jerusalem wüst liegen sollte. In diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Die 70 Jahre babylonischen Exils werden sowohl in Jeremia 25 als auch in Jeremia 29 wörtlich erwähnt. In Jeremia 25, Vers 11 steht, dass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre. Und in Jeremia 29, Vers 10 steht, denn so spricht der Herr, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Jeremia 29 besitzt kein eindeutiges Jahr der Abfassung. Jeremia 25 hingegen bezieht sich eindeutig auf das Jahr 605 vor Christus, von dem die Fristen der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft und der 70 Jahrwochen aus Daniel 9 berechnet werden können. Im Folgenden soll begründet werden, warum sich Daniel und Gabriel bezüglich der Berechnung der 70 Jahrwochen ausschließlich auf Jeremia 25 und damit auf das Jahr 605 vor Christus beziehen und nicht auf Jeremia 29 und auch nicht auf andere Bibelstellen, wie zum Beispiel die Bibelstelle, die das Edikt des Artaxerxes beinhaltet. Gabriel sagt zu Daniel, dass er vom Ausgang des Wortes rechnen müsse. In Daniel 9, Vers 25 steht, so wisse nun und merke von der Zeit an, da ausgeht das Wort, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten und so weiter. Dieses Wort ist das hebräische Dabar, Strong Nummer 1697. Man findet es in beiden Kapiteln. Einer der wichtigen Unterschiede zwischen beiden Kapiteln ist aber der, dass Jeremia in Kapitel 25 ein Wort Gottes empfängt. Auf dieses Wort bezieht sich offensichtlich Gabriel. Denn in Kapitel 25 geschieht ein Wort an Jeremia, während Jeremia in Kapitel 29 lediglich einen Brief an die Weggeführten in Babylon schreibt und sich in diesem Brief auf das in Kapitel 25 ergangene Wort bezieht. So steht in Jeremia 29, Vers 1, dies sind die Worte in dem Brief, den der Prophet Jeremia sandte von Jerusalem an die übrigen Ältesten, die weggeführt waren, und an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem hatte weggeführt, gen Babel. Hier in Jeremia 29 geschieht also kein Wort Gottes zu Jeremia. Jeremia schreibt lediglich einen Brief an die Weggeführten, indem er sich auf das bezieht, was er in Jeremia 25 als Wort Gottes empfangen hatte. Hier in Kapitel 29 predigt und erklärt er es den Obersten Israels und dem Volk. Er erläutert ihnen ein Wort, das er fast 20 Jahre vorher, nämlich in Jeremia 25, empfangen hatte. So steht in Jeremia 25, Vers 1, dies ist das Wort, Dabar, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda. Im Unterschied zu Jeremia 29 wird in Jeremia 25 berichtet, dass Gottes Wort an Jeremia geschieht. Nur und allein in Kapitel 25 geschieht ein solches Wort, ein solches Dabar Gottes an Jeremia, das er Jahre später an die Israeliten im Exil weitergibt. Das ist wichtig. In Jeremia 25 geschieht also das Wort an Jeremia und in Jeremia 29 gibt er es nur weiter. Gabriel sagte aber, vom Ausgang des Wortes bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Vom Ausgang eines Wortes. Damit ist gezeigt,
dass allein Jeremia 25 das Kapitel ist, von dem aus Zeiten und Fristen berechnet werden müssen. Daniel hat in den 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft nachweislich im Buch Jeremia gelesen. Er muss also entweder Kapitel 25 oder 29 oder beide gelesen haben. Jeremia 29 kann Gabriel in Daniel 9, Vers 23 aber nicht gemeint haben, denn er sprach ja vom Ausgang des Wortes. Somit muss sich Gabriel auf Jeremia 25 bezogen haben. Das Kapitel, das allein die Möglichkeit bietet, einen dreifach definierten Zeitpunkt zu erhalten, ab dem die 70 Jahre Exil und die 70 Jahrwochen gezählt werden können, ist Jeremia 25. Wie schon erwähnt, sucht man in Jeremia 29 vergeblich nach einem Datum. Jeremia 29 wurde zu einem Zeitpunkt verfasst, der irgendwann nach der Wegführung der Oberschicht nach Babylon liegt. Dies sind die Worte in dem Brief, den der Prophet Jeremia sandte, nachdem der König Jechonja und die Königin mit den Kämmerern und Fürsten in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden zu Jerusalem weg waren. Also irgendwann danach. Wann genau, weiß niemand. Frühestens könnte das Jahr 586 gewesen sein. Aber es gibt keine genaue Definition des Jahres. In Jeremia 29 geschah nicht nur kein Wort an Jeremia, sondern es enthält auch kein Jahr, in dem es abgefasst wurde. Jeremia schreibt seinen Brief irgendwann, nachdem der König und seine Handwerker weggeführt worden waren. Es muss irgendwann nach 586 vor Christus gewesen sein, aber welches Jahr genau das ist, ist nicht vermerkt. Kapitel 29 taugt also nicht als Anfangsjahr zur Berechnung der 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft oder der 70 Jahrwochen. In Jeremia 25 hingegen wird in gleich dreifacher Weise das Jahr definiert, in dem Gottes Wort an Jeremia bezüglich des Endes der babylonischen Gefangenschaft geschah. Also wann das Wort ausging. So steht in Jeremia 25, Vers 1, dies ist das Wort, Daba, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel, welches auch der Prophet Jeremia redete zu dem ganzen Volk Juda und zu allen Bürgern zu Jerusalem und sprach, es ist von dem 13. Jahr an Josias, des Sohnes Amons, des Königs Judas, des Herrn Wort zu mir geschehen, bis auf diesen Tag. Und ich habe euch nun 23 Jahre mit Fleiß gepredigt, aber ihr habt nie hören wollen. Es scheint gerade so, als ob Gott ganz besonders wichtig war, dieses Jahr exakt zu definieren. Es war im vierten Jahr Joachims, 605 vor Christus. Es war das erste Jahr Nebukadnezars, 605 vor Christus. Vom 13. Jahr Josias aus hat Jeremia gepredigt 23 Jahre, 605 vor Christus. Im Gegensatz zu Jeremia 29 bietet also Jeremia 25 gleich drei Angaben, die das Jahr 605 vor Christus definieren, von dem aus die Fristen für die Zeiten des Exils und die der 70 Jahrwochen berechnet werden können. Das ist wichtig. Jeremia 29 spricht auch deutlich davon, dass Gott sein gnädiges Wort über sein Volk erwecken will. Es ist naheliegend, hier zu unterstellen, dass er eben damit dieses Wort meint, dass er Jeremia knapp 20 Jahre vorher gegeben hatte und sich somit hier erneut und wiederholt auf Jeremia 25 bezieht. In Jeremia 29, Vers 10 steht, denn so spricht der Herr, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort, nämlich das aus Jeremia 25, über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Dann wäre Jeremia 29 nicht mehr und nicht weniger als eine Erinnerung an die Exilanten, an das Wort, das Gott in Kapitel 25 an Jeremia gegeben hatte, und zwar fast 20 Jahre vorher. Diese Sichtweise kommt den Aussagen der beiden Kapitel näher als die bisherige Deutung. Aber darauf weisen die Rabbiner nur unterschwellig hin, indem sie vorgeben, Daniel habe Jeremia 25 und 29 als konkrete Zeitangabe verstanden, was sie ja tatsächlich ist, was nach ihrer Vorstellung erlaubt, zwei Fristen zu unterstellen, eine ausgehend von Jeremia 25 im jüdischen Jahr 3320, also 604 vor Christus, die sagen 604, nicht 605,
und eine zweite Frist ausgehend von Jeremia 29 im jüdischen Jahr 3338, das war das Jahr 586 vor Christus. Die erste Frist, ausgehend von Jeremia 25, brauchen die Rabbiner unbedingt, um 49 Jahre, nämlich 7 Jahrwochen, bis auf Kyros rechnen zu können, so wie auch Gabriel vorhergesagt hat. Denn er wird in Jesaja 44 und 45 als der Gesalbte erwähnt, der nach 7 Jahrwochen kommen sollte. An dieser Prophetie kommen sie nicht vorbei, aber das funktioniert von Jeremia 29 aus halt nicht. Um auch den Vorgaben des babylonischen Talmud zu entsprechen, der die Dauer der 70 Jahrwochen zwischen der Zerstörung des ersten und der des zweiten Tempels verortet, behaupten sie, es gäbe eine zweite Frist, nämlich die von Jeremia 29 im angeblichen Jahr 586 vor Christus, und dass diese Frist dort starten würde, aber in diesem Kapitel ist überhaupt keine Jahreszahl genannt, nicht mal eine. Da sie zwischen Bibel und Talmud hin und her gerissen sind, helfen sie sich also auch mit einem Taschenspielertrick und behaupten zwei unterschiedliche Fristen, um Bibel und Talmud Genüge leisten zu können. Dabei unterstellen sie Daniel, sich in seinen Texten und persönlichen Erwartungen gleich dreifach geirrt zu haben. Einer näheren Betrachtung hält also auch die rabbinisch-talmudische Deutung nicht stand. Sie ignoriert die historischen Zeitrechnungen eklatant und mehr noch, sie widerspricht ganz offen dem Text der Bibel zugunsten des Talmuds. Also weder die Christen noch die Juden haben einen fest definierten Zeitpunkt für ihre Berechnungen. Weder der 70-jährigen Gefangenschaft, noch des Tempelbaus, noch der 70 Jahrwochen. Vorausgesetzt, dass sie nicht alle diese Fristen von Jeremia 25 im Jahr 605 aus berechnen. Die allermeisten Ausleger konzentrieren sich auf die 70 Jahre, die in Daniel 9, Vers 2 erwähnt werden. In diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Aber der Text enthält einen wichtigen Hinweis, der uns ein tieferes Verständnis der Weissagung in Jeremia 25 und der Weissagung Gabriels eröffnen kann. Es ist nämlich die Formulierung wüst. Der Herr hatte geredet zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Dieses Wort wüst ist das hebräische Korba, Strong Nummer H2723. Dieses Wort kommt in Verbindung mit der Ankündigung des Endes des 70-jährigen Exils nur in Jeremia 25 und nicht in Jeremia 29 vor. In Jeremia 25, Vers 9 steht, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker gegen Mitternacht, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König zu Babel, und will sie bringen über dies Land und über die, die darin wohnen, und über alle diese Völker, die umher sind, und will sie verbannen und verstören und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Hier ist Wüste im Deutschen ein Substantiv, im Hebräischen ist das ein Adjektiv. In Jeremia 25, Vers 11 ist die zweite Stelle, dass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre. Und die letzte Stelle in Jeremia 25, Vers 18, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, nämlich Jerusalem, den Städten Judas, ihren Königen und Fürsten, dass sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollen, wie es denn heutigen Tages steht. In Vers 9 bezieht sich das Wort wüst auf alle Völker. In Vers 11 bezieht sich das Wort wüst auf das Land Israel. Nur in Vers 18 bezieht es sich auf Jerusalem, was darauf schließen lässt, dass Daniel insbesondere auf diesen Vers 18 sein Augenmerk gelegt hatte. Denn er schreibt in Daniel 9, Vers 2, in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Das zeigt, dass sich Daniel und Gabriel auf Jeremia 25 und hier insbesondere auf Vers 18 beziehen. Die 70 Jahre Exil beziehungsweise die 70 Jahrwochen von einem anderen Datum oder von einem anderen Kapitel, zum Beispiel Jeremia 29 oder von Artaxerxes auszurechnen, ist falsch. Alle Fristen, das 70-jährige Exil,
die ersten 7 Jahrwochen, die 62 Jahrwochen und die komplette 70 Jahrwochenordnung müssen sämtlich von Jeremia 25, also von 605 ausgerechnet werden. Dem Kapitel, in dem allein 3 Zeitangaben enthalten sind, die alle eindeutig auf das Jahr 605 vor Christus weisen, in dem ein Wort an Jeremia ausging und in dem Jerusalem als wüst bezeichnet wird. Die Berechnung des Talmuds und damit der zeitgenössischen Rabbiner sind also genauso falsch wie die landläufig christliche. Sie beide haben kein belastbares Datum, von dem aus sie Zeiten und Fristen berechnen könnten, wenn sie sich nicht auf Kapitel 25 in Jeremia beziehen. Weder in Jeremia 25 noch in Jeremia 29 steht wortwörtlich etwas vom Wiederaufbau Jerusalems oder wortwörtlich etwas vom Bau des Tempels. Beides ist in beiden Kapiteln nicht wörtlich genannt. In Kapitel 25 wird zwar der Untergang Babylons nach 70 Jahren angekündigt und in Kapitel 29 die Rückführung Israels, aber in keinem der beiden Kapitel wird explizit der Wiederaufbau Jerusalems oder des Tempels genannt. Gleichwohl könnte man mit dem Untergang Babylons auch die Rückführung Israels unterstellen und mit der Rückführung Israels, dann in Kapitel 29, auch den Wiederaufbau der Stadt. Eine wortwörtliche Nennung fehlt dennoch in beiden Kapiteln. Allerdings wird in 2. Chroniker 36 und in Esra 1 gesagt, dass durch das Edikt des Kyros eben das Wort des Herrn, geredet durch den Mund Jeremias, erfüllt wurde. 2. Chroniker 36 steht, aber im ersten Jahr des Chores des Königs in Persien, dass erfüllt wurde das Wort des Herrn, durch den Mund Jeremias geredet. Jeremia 25. Erweckte der Herr den Geist des Chores des Königs in Persien, dass er ließ ausrufen durch sein ganzes Königreich auch durch Schrift und sagen, so spricht Chores, der König in Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines Volks ist, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Ähnlich in Esra 1, Vers 1 bis 3. Dieses Wort, das 2. Chroniker und Esra nennen, geschah in Jeremia 25. Das Edikt des Kyros enthielt zwar ausdrücklich den Befehl, den Tempel zu bauen, aber noch nicht wortwörtlich Jerusalem wieder aufzubauen, obwohl beides sicher miteinander unterstellt werden könnte. Aber wörtlich erwähnt ist es noch nicht. Das ergänzte erst Gabriel in Daniel 9, als er sagte, so wisse nun und merke, von der Zeit da ausgeht das Wort, dass Jerusalem soll wiedergebaut werden. Bis auf einen Gesalbten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Hier schließt sich dann der Kreis. Denn Gabriel nennt eine Frist von 7 Wochen, 49 Jahre, vom Ausgang des Wortes, Jeremia 25, Jerusalem wieder zu bauen. Bis zum Kommen eines Gesalbten, nämlich des Kyros, sind es 49 Jahre. Wir haben also ein Wort, das im Jahr 605 an Jeremia geschah, dass Babylon zerstört wurde. Fast 20 Jahre später schreibt er darüber einen Brief an die Weggeführten und erklärt, dass dieses Wort wieder über sie erweckt würde und es nicht nur die Zerstörung Babylons, sondern auch die Rückführung bedeute. 2. Chroniker 36 und Esra 1 erklären dann, dass das Wort in Jeremia 25 nicht allein die Rückführung bedeutet, sondern auch die Errichtung des Tempels. Und schließlich ergänzt dann Gabriel, dass es auch den Wiederaufbau Jerusalems bedeutet habe. Und so ist der Ablauf im Offenbarungsfortschritt. Oben haben wir gesehen, dass sich Daniel und Gabriel auf Jeremia 25, Vers 18 bezogen haben. Also sollten wir auch den Zusammenhang lesen, denn die Verse im Umfeld handeln von einer größeren Verwüstung, als Daniel sie sich überhaupt nur denken konnte. Denn Gabriel nimmt in seiner Rede immer wieder
das Wort von der Verwüstung auf, denn er kündigt zwei gesalbte Fürsten für die Endzeit an, die Israel und alle Lande schrecklich verwüsten und schließlich in Hamageddon in einer riesigen Schlacht aufeinandertreffen. Es wird in der Endzeit eine große Verwüstung geschehen. Es wird sogar ein Gräuel der Verwüstung in Jerusalem aufgerichtet werden und bis zum Ende wird es wüst bleiben. Daniel 9, Vers 26 und 27. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird es wüst bleiben. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Wenn aber Gabriel in Daniel 9 von einer endzeitlichen Verwüstung und Schlacht in Hamageddon spricht und sich hierbei auf Jeremia 25 bezieht, muss die eigentliche verborgene Bedeutung der so schrecklichen Verse in Jeremia 25 sich ebenfalls auf Hamageddon beziehen. Ich lese die Verse. Das sind sehr ernste Verse. Jeremia 25, Vers 15. Denn also spricht zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher Wein voll Zorns in meine Hand und schenke daraus allen Völkern, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher von der Hand des Herrn und schenkte allen Völkern, zu denen mich der Herr sandte, ein. Nämlich Jerusalem, den Städten Judas, ihren Königen und Fürsten, dass sie wüst und zerstört liegen. Das war der Vers, den Daniel gelesen hatte. Und ein Spott und Fluch sein sollen, wie es den heutigen Tages steht. Also zur Zeit, als Jeremia 25 geschrieben wurde. Auch Pharao, dem König in Ägypten, samt seinen Knechten, seinen Fürsten und seinem ganzen Volk, allen Ländern gegen Abend, also gegen Westen, allen Königen im Lande Uz, allen Königen in der Philisterlande, samt Askalon, Gaza, Ekron und den übrigen zu Astort, denen zu Edom, denen von Moab, den Kindern Ammon, allen Königen zu Tyros, allen Königen zu Sidon, den Königen auf den Inseln jenseits des Meeres, das ist die griechische Ägäis, denen von Dedan, denen von Thema, denen von Bus und allen, die das Haar rundherum abschneiden, allen Königen in Arabien, allen Königen gegen Abend, die in der Wüste wohnen, allen Königen in Simri, allen Königen in Elam, allen Königen in Medien, allen Königen gegen Mitternacht, in der Nähe und Ferne, einem mit dem anderen und allen Königen auf Erden, die auf dem Erdboden sind. Und der König zu Sesach, das ist wohl ein Kosename oder eine Umschreibung für Babylon, und der König zu Sesach soll nach diesen trinken. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, trinket, dass ihr trunken werdet, speiet und niederfallt und nicht aufstehen könnt vor dem Schwert, das ich unter euch schicken will, und zwar zu allen Königen, die auf dem Erdboden sind. Und wo sie den Becher nicht wollen von deiner Hand nehmen und trinken, so sprich zu ihnen, also spricht der Herr Zebaoth, nun sollt ihr trinken. Denn siehe, in der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, Jerusalem, fange ich an zu plagen. Und ihr solltet ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben. Denn ich rufe das Schwert herbei über alle, die auf Erden wohnen, spricht der Herr Zebaoth. Und du sollst alle diese Worte ihnen weissagen. Und spricht zu ihnen, der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Hürden. Er wird singen ein Lied wie die Weintreter über alle Einwohner des Landes. Des Hall erschallen wird bis an der Weltende. Der Herr hat zu Rechten mit den Heiden und will mit allem Fleisch Gericht halten. Die Gottlosen wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. So spricht der Herr Zebaoth. Es wird eine Plage kommen von einem Volk
zum anderen. Und ein großes Wetter wird erweckt werden aus fernem Lande. Da werden die Erschlagenen des Herrn zu derselben Zeit liegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Die werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Feld liegen und zu Dung werden. Heulet nun, ihr Hirten, und schreiet, wälzet euch in der Asche, ihr Gewaltigen, über die Herde, denn die Zeit ist hier, dass ihr geschlachtet und zerstreut werdet und zerfallen müsst wie ein köstliches Gefäß. Und die Hirten werden nicht entfliehen können, und die Gewaltigen über die Herde werden nicht entrinnen können. Da werden die Hirten schreien, und die Gewaltigen über die Herde werden heulen, dass der Herr ihre Weide so verwüstet hat. Und ihre Auen, die so wohl standen, verderbt sind vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Er hat seine Hütte verlassen wie ein junger Löwe und ist also ihr Land zerstört vor dem Zorn des Tyrannen und vor seinem grimmigen Zorn. Es ist das, was uns allen wegen unserer Sünden und unserer Gottlosigkeit bevorsteht.